Warum sterben deine Gurken plötzlich ab? Erst vor einigen Wochen hast du deine Jungpflanzen in die Erde gesetzt, sind noch zügig angewachsen, haben die ersten Früchte gebildet und hattest schon eine ordentliche Ernte und plötzlich schwächelt deine Pflanze. Ja, wenn ich mit meinem Lehrer spreche, dann sagt er, dass bei ihm die Gurkensaison meist so im August schon zu Ende ist. Er setzt zum Beispiel seine Gurkenpflanzen auf dem Acker. Gleiche Geschichte kenne ich auch von meinem Vater in Kasachstan. Da haben sie die Gurken auch in den Äcker reingesetzt und haben sie auch dann plötzlich festgestellt, dass an einem gewissen Zeitpunkt im August, September dann so in dem Zeitraum, dass dann die Gurken angefangen haben abzusterben. Aber wie kommt es denn eigentlich dazu? So ein Gurkenfeld auf dem Acker schaut am Anfang sehr schön und auch etwas idyllisch aus. Und mein Lehrer macht es zum Beispiel aus zeitlichen Gründen, weil er halt dann die unter anderem nicht ausgeizen und aufbinden möchte, sondern die einfach in den Acker reinsetzt und einfach wuchern und wachsen lässt und schaut dann halt bei seinen Rundgängen mal durch, ob er auch die ganzen Früchte erwischt. Denn genau hier ist der Knackpunkt, den Fehler, den auch mein Vater in seiner Jugend gemacht hat. Und zwar musst du halt immer darauf achten, dass du die ganzen Gurken schon relativ früh erntest. Denn das primäre Ziel der Pflanze ist es, sich zu vermehren, und das macht sie, indem sie halt Samen ausbildet. Das macht sie halt, indem sie halt ihre ganze Kraft und Energie in ein oder zwei Früchte reinsteckt. Sobald die Gurke das erledigt hat, dann stirbt sie komplett ab und die Vegetation ist beendet. Und so eine vollreife Gurke erkennst du einfach daran, dass sie dann anfängt von diesem grünlichen hin zu einem goldgelben Ton bis ganz gelbbraun wird. Das ist ein bisschen sortenabhängig. Ja, diesen Zustand möchten wir erst zum Ende der Gartensaison haben, damit wir halt hier eine ordentliche Ernte von den Gurken haben. Deshalb ist es auch sehr wichtig, regelmäßig die Gurken jung bzw. unreif zu ernten, damit die Pflanze auch dadurch angeregt wird, immer wieder weitere neue Blüten zu bilden. Ja, und jung schmecken sie auch einfach knackiger, süß und saftiger. Wenn sie dann weiter reifen, dann eignen sich die mehr als Essiggurken vielleicht zum Einlegen. Seit dem letzten Jahr bin ich auch dazu übergegangen, meine Pflanzen wie Tomaten zu kultivieren und nutze auch hier die Tomatenhaken, wo ich die Gurken raufleite und dann auch immer wieder weiter ableite. Ich hatte sie davor auch im Folientunnel so einfach frei wachsen lassen und da ist halt dann das Problem, du schaust halt die ganzen Gurken durch, hast du nicht so die Übersichtlichkeit, wie in einem Dschungel schon fast immer unter die Gurken gucken, die ganzen Fläche absuchen, ob halt irgendwo sich zum Beispiel eine Frucht versteckt. Und da ist man immer mal wieder dazu gekommen, dass ich vielleicht eine Frucht irgendwo in der Ecke vergessen habe oder unter einer anderen Pflanze nicht gesehen habe und dann plötzlich die Gurke dann ziemlich weit ausgereift ist und ich dann gemerkt habe, dass dann die Gurke ihre Periode beendet und dann deshalb abstirbt. Ist halt sehr ärgerlich, wenn das schon recht früh in der Saison passiert. Deshalb kultiviere ich die Gurke auch eintriebig, geize sie die ganze Zeit aus und wenn ich sie dann weiter ableite, tue ich immer die älteren Blätter entfernen, damit die zum Beispiel nicht auf dem Boden liegen. Ist halt einfach das gleiche Vorgehen wie bei der Tomate. So kann ich viel einfacher gewährleisten, dass ich dann bis kurz vorm Frost unter anderem, habe ich manche Sorten, meine Gurken ernten kann. Ich habe einfach eine Übersichtlichkeit und sehe, okay, wo sind denn die Früchte, wo wächst denn die Pflanze genau hin, weil sie nicht so viele Nebentriebe hat, ist einfach überschaubarer und auch besser und einfacher für mich, die Pflanze besser zu pflegen und zu ernten. Lediglich einige auserwählte Pflanzen mit schönen Früchten lasse ich dann rechtzeitig hängen, meistens so Mitte bis Ende August, damit halt hier die schöne Samen ausbilden können in ihre Früchte, und ich habe halt einen Folientunnel, wo ich dann einige Pflanzen habe und auch auf der Terrasse. Ich habe da gut 20 bis 30 Pflanzen mit gut 3 bis 4 Sorten, wo ich dann einfach dann raussuche, welche Pflanzen je nach Sorte ich dann einfach wachsen lasse. Den Rest lasse ich einfach, beernte ich die ganze Zeit bis zum ersten Frost. Also bevor dich die bittere Überraschung trifft, und das geht meines Erachtens nach sehr schnell, auch wenn du gründlich bist und die Gurke einfach frei wachsen lässt, kann immer mal wieder passieren, dass du eine Frucht vergisst und die wachsen halt, wenn es sehr viel Regen kommt und sehr warm ist, dann werden die Früchte auch explodieren. Kann dann sein, dass du aus Zeitgründen die einfach nicht siehst. Tu sie einfach, wenn du die Möglichkeit hast, hochranken lassen, aufleiten von den Tomatenhaken, geiz die aus, pflege die ähnlich wie Tomaten, damit du hier eine Überschaubarkeit hast und du besser kontrollieren kannst und entscheiden kannst, wie lange du deine Gurken ernten möchtest und dann nicht einfach unverhofft dann abstirbt und dann hast du sehr viele Gurken für die Samenernte übrig und so viel Saatgut werden die meisten wahrscheinlich nicht brauchen. Ja, wenn du das Zeug rumschleuderst, dann vergeudest du die Hälfte.
Hast du gehört? Wenn du deinen Samen rumschleuderst, vergeudest du ihn. Wenn dir dieser Tipp geholfen hat, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Gerne auch kommentieren, ob du das schon wusstest und auch angewendet hast. Und hier diese spannenden Videos auch zum Thema Permakultur, die du reinziehen kannst, damit das Anbau noch einfacher wird. Und jetzt ab in den Garten. Ernten. Bald ist Erntezeit. Meine Tomaten werden schon reif. Reif und die Gurken blühen auch. Geil. Morgens sich als erstes so eine Gurke durch den Entsafter zu schieben, ist schon wunderbar, ne?